Ich freue mich sehr. Katharina Schwabe ist bei uns zu Gast bei Radio Dresden und das gerade mal, ja, so 2 Tage, nachdem es wirklich wahr geworden ist. Deutsche Meisterin 2014. Und da huscht ihr ein Strahlen über das Gesicht. Mensch, Katharina, wie fühlt sich das denn an, dass man jetzt auf die Visitenkarte schreiben darf, Deutsche Meisterin? So langsam realisiert man es, man muss es sich immer wieder sagen. Ich habe mir heute sämtliche Zeitungen gekauft aus der Region, aus Dresden, von überall, um Bilder zu sehen, um die Nachrichten zu lesen. Ja, man ist deutscher Meister, den Titel kann uns keiner mehr nehmen. Wir haben uns das total brutal verdient, diese Saison, einfach nur klasse. Ich will Frauen niemals zu nahe treten, aber die Äuglein sind noch ein bisschen auf Halbmast. Ich gehe mal davon aus, es wurden so gefühlt 45 Minuten gefeiert. Na, gefühlte 450 Minuten vielleicht. Nee, Spaß. Wir sind nach unserer Meisterschaftsfeier in der Halle mit Sponsoren, Freunde und Familie, sind wir noch ins Pier 15 gefahren. Ja, war eine sehr harte Nacht, eine sehr tolle Nacht natürlich. Kann man einfach nur genießen. Hat dich dein Bett seitdem mal wieder gesehen oder hast du seitdem durchgemacht? Nein, ich bin ehrlich, mein Bett hat mich Sonntagabend um 10 zum ersten Mal wieder gesehen. Deswegen sehe ich auch noch ein bisschen verkatert aus und übermüdet, aber ja, sowas muss man feiern und natürlich auch mitnehmen. Das wollte ich gerade sagen. Jetzt muss man das ja auch so ein bisschen genießen, so ein bisschen auskosten, dass man es wirklich nach 3 vergeblichen Anläufen geschafft hat. Das auf jeden Fall. Mein Handy steht seit Samstagabend gar nicht mehr still, nur Nachrichten, Anrufe, WhatsApp, Facebook, SMS, alles, alles voll. Ich habe es auch noch nicht geschafft, bin ich ehrlich, alles zu beantworten, aber vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und mit den Fans gibt es ja, heute ist Montag, morgen nochmal die Möglichkeit, mit euch zu feiern, mit euch zu plaudern, mit euch auch nochmal ein paar Bilder zu schießen. Genau, Dienstag, morgen, 17 Uhr im Elbegarten ist großes Fantreffen. Wir freuen uns natürlich auf ganz, 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 ganz viele Besucher, auf viele Fans, auf auch Freunde. Das wird ein super Abend, denke ich. Das wollte ich gerade sagen, denn die Fans haben schon eine Aktie mit dran, dass ihr deutscher Meister geworden seid. Denn die Stimmung, speziell am Samstag, aber überhaupt bei den Playoff-Partien, war echte Bombe. War richtig Bombe. Margon Arena wurde zur Margon Hölle. Unsere Fans unterstützen uns immer, ob sie bis mit nach Wilsbibo gekommen sind, bis nach Aachen. Immer waren sie mit dabei. Sie haben natürlich auch einen ganz großen Anteil daran, dass wir hier gewonnen haben, haben uns immer unterstützt. Danke dafür. Was hat denn den Ausschlag gegeben, dass es in diesem Jahr geklappt hat, dass ihr wirklich in diesem Jahr diesen Finalfluch besiegt habt? Ja, ich denke, wir waren auch diesmal im Kopf her bereit. Das auf jeden Fall. Daran hat auch Sascha Lenzer, der Sportpsychologe, hat damals auch bei Dynamo Fußball gespielt, einen ganz großen Anteil daran. Danke auch wieder dafür. Ja. Und in diesem Jahr endlich mal nicht Spalier stehen, sondern endlich mal durchgehend durch Spalier und ja, das genießen zu können. War das auch so eine kleine Genugtuung, dieses Jahr wirklich zu sagen, jetzt haben wir die Schale? Ja, das auf jeden Fall. Sowas muss man einfach genießen. Der Meisterschaftstitel ist neben dem Pokalfinale natürlich das, auf was jede Mannschaft darauf hinarbeitet. Ja. Und es gab ja mit Wilsbibo dann auch die Möglichkeit zur Revanche, weil du hast das Pokalfinale, also das Pokalhalbfinale ja indirekt jetzt quasi schon angesprochen. Das auf jeden Fall. Wir wollten auf jeden Fall nochmal beweisen, dass es nicht gerecht war in dem Sinn, dass wir die bessere Mannschaft sind und das haben wir am Samstagabend allen bewiesen. Es gab ja nicht nur Höhen in dieser Saison. Ich denke an viele verletzte Spielerinnen und das zu kompensieren war sicherlich nicht ganz einfach. Wie habt ihr das weggesteckt? Zuletzt jetzt noch mit dem Ausfall von Lisa Izquierdo. Das war sicherlich nicht einfach. Auf keinen Fall. Becky und Isi sind für uns ganz, ganz wichtige Spielerinnen, machen ja pro Spiel sogar manchmal über 20 Punkte, fast einen ganzen Satz alleine. Ja, mit viel Team-Spirit, mit viel Teamgeist, immer wieder der Glaube, dass man das auch ohne die beiden schaffen kann, das war ganz groß. Wir haben uns immer wieder gepusht, Spiel für Spiel, war super gewesen. Also war es dann vielleicht doch eine Meisterschaft des unbedingten Willens? Das auf jeden Fall. Willen, Glaube, Team-Spirit, Teamgeist, alles hat gestimmt, alles hat gepasst. Nie hat irgendjemand den Glauben daran aufgegeben und jetzt sind wir deutscher Meister. Und den Fluch endlich besiegt, keiner spricht mehr von Vize-Dresden, das tut sicherlich auch für den Kopf ganz gut. Das auf jeden Fall, diese ewige Leier mit den letzten 3 Jahren kann man eigentlich wirklich gar nicht mehr hören. Viele haben auch gesagt, ja, dieses Jahr, wie wird es denn werden, denkt ihr immer wieder an die Spiele von Schwerin zurück und wie fühlt ihr euch dabei? Und man kann immer wieder nur sagen, dieses Jahr packen wir das, dieses Jahr machen wir das.
niemand denkt eigentlich mehr an die letzten 3 Jahre, weil das ja selber auch für einen immer wieder schwer ist, nochmal die Momente und Gedanken zurückzuverfolgen. Ja. Katharina, führt man als Sportlerin mit anderen Sportlern mit? Ich spreche jetzt gerade mal den Fakt Dynamo Dresden an, die ja am Sonntag ein ganz enorm wichtiges Spiel haben. Da geht es um Platz 16, um die Relegation zu erreichen. Führt man da so ein bisschen mit? Und ja, die Oberbürgermeisterin hat den Fußballern mit auf den Weg gegeben. Ja, nehmt euch an den Mädels ein Beispiel. Man fühlt auf jeden Fall mit, man fühlt mit jeder anderen Sportart mit, die hier im Raum Dresden liegt. Ich wünsche Dynamo Dresden ganz viel Glück am Sonntag und die Jungs packen das, bin ich sicher. Ich glaube, das wäre für die Mannschaft und für die Stadt auch unheimlich wichtig. Also je mehr Spitzensport es in unserer Stadt gibt, desto besser. Du hast deinen Vertrag verlängert, 2 Jahre weiterhin beim DSC. Aber du bist ja, du kommst aus der Lausitz, aber du bist ja quasi ein Dresdner Kind mittlerweile, oder? Wir haben dich hier so ein bisschen adoptiert. Ja, mittlerweile bin ich ein Dresdner Kind. Ich bin, seitdem ich 13 Jahre bin hier, war ich auf der Sportschule. Bin dann kurz zwischenzeitlich mal in Berlin gewesen, jetzt wieder hier. Dresden ist meine Heimat. Ich würde für keinen anderen deutschen Verein spielen. Ich bleibe Dresden treu, solange es geht. Das klingt richtig gut. Was macht Dresden für dich so besonders? Vielleicht auch außerhalb des Volleyballs. Was macht Dresden für mich besonders? Ja, die Mädels auf jeden Fall, der Club, meine Familie, die eigentlich nah dran liegt in Dresden. Dresden ist eine tolle Stadt, hier stimmt alles. Meine Freunde sind hier, ja. Alles perfekt. Die Woche ist jetzt noch so ein bisschen Stress, angenehmer Stress, sage ich mal, oder? Angenehmer Stress, ungewohnter Stress auch, viel Presse, viel TV zur Bürgermeisterin. Wollen wir noch, dürfen wir noch, viel mit den Fans. Heute gehen wir nochmal mit der Mannschaft essen, dann wird nochmal ein Essen mit dem Vorstand folgen und dann freue ich mich auf die Zeit zu Hause. Ganz klar, weil die Familie wartet schon so ein bisschen, die scharrt auch so ein bisschen mit den Hufen, dass du endlich mal nach Hause kommst in die Lausitz, oder? Das auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon. Ich habe schon Kribbeln in den Händen. Jetzt kann es endlich nach Hause gehen. Und natürlich am Samstag ist das nächste große Event. Der Matthias Pelk boxt am Samstag. Da möchte ich natürlich live dabei sein und das lasse ich mir nicht nehmen. Definitiv großer Boxabend dann bei dir in der Region in Weißwasser in der neuen Eisarena. Weltmeisterschaftskampf ist das Ganze, ne? Weltmeisterschaftskampf, ja. Du hast jetzt schon angesprochen, deine Familie, dass du dorthin reisen willst. Und dann ist ja auch so ein bisschen Sommerpause. Was hast du denn geplant im Sommer? Mal abschalten vom Volleyball oder geht's gleich weiter, auch im Urlaub fleißig Volleyball spielen? Also meine Sommerpause besteht auf jeden Fall darin, kein Volleyball zu spielen, auch keinen Gedanken daran zu verschwenden. So bin ich nun mal. Ich möchte auf jeden Fall gerne mal nach Ägypten und nach Dubai. Das wird mir auch sicherlich keiner nehmen. Da freue ich mich riesig drauf. Sommer, Sonne, Strand und Meer. Ja, das wird super. Verbindest du dann so ein bisschen Sightseeing mit Strand und Meer oder legst du dich dann den ganzen Tag in die Sonne und relaxst und lässt das Meer im Hintergrund rauschen? Ich lasse das Meer im Hintergrund rauschen. Sightseeing bin ich viel zu faul dafür, muss ich auch wieder ehrlich zugeben. Nee, Urlaub ist für mich wirklich nur braun werden, mal eine andere Luft zu genießen, ein anderes Land zu genießen und darauf freue ich mich mit am meisten. Wobei ich kann mir vorstellen, die Frau von heute nutzt Dubai dann auch, um die ein oder andere Shoppingmeile unsicher zu machen. Das wollte ich gerade noch hinzufügen, das auf jeden Fall. Shoppen gehört natürlich dazu. Endlich mal aus den Trainingssachen rausschlüpfen und sich wieder neu einkleiden in andere Möglichkeiten, das ist natürlich auch sehr schön, ja. Katharina, wie habt ihr euch denn für die Meisterschaft so heiß gemacht, gepusht? Gab es einen Song, den ihr in den letzten Tagen, in den letzten Wochen ganz besonders oft, häufig gehört habt, um euch heiß zu machen? Gar nicht. Fällt mir jetzt wirklich gerade spontan nichts ein. Nee, muss ich passen. Was läuft denn bei dir aktuell im Kopfhörer, im iPhone, iPad, wo auch immer? Radio Dresden läuft natürlich. Helene Fischer momentan spielt natürlich auch eine Rolle. Den haben wir ganz oft gehört, den Song. Helene Fischer, Atemlos, der lief rauf und runter in der Kabine. Ja, ansonsten nichts Besonderes. Kannst du da gut mitsingen oder singst du dann einfach so, wie es dann in den Kram kommt? Ja, so wie es gerade im Kopf rumschwirrt. Einige Textstellen kann man sich merken, andere wiederum nicht. Einfach. Aber du bist ja so ein bisschen musikalisch, wenn ich so im Hintergrund habe, doch das ein oder andere Musikinstrument ist dir nicht ganz fremd, oder? Nein, ich spiele jetzt schon seit über 7 Jahren Klavier. Momentan ein bisschen weniger, weil einfach die Zeit nicht da war, sich hinzusetzen. Leider habe ich auch noch keins, möchte mir aber gerne eins zulegen, damit ich das nicht aus den Augen verliere.
Vielleicht sieht das jetzt hier jemand und irgendeinen Klavierbau und sagt die Katharina Schwabe, der spendiere ich mal ein Klavier oder sponsere ich ein Klavier. Klassik oder was wird dann so dort gespielt auf dem Klavier? Alles durcheinander. Auch wieder Lieder von heute, ob es Titanic ist, Ballade pour Adeline, für Elise, die fabelhafte Welt der Amelie, alles durcheinander. Okay. Aber im Urlaub wird kein Klavier gespielt, im Urlaub geht's an den Strand. Im Urlaub geht's an den Strand und in die Sonne. Gut, Katharina, dann danke ich dir für den Besuch, freue mich sehr und lass nur so ein bisschen krachen, genieß die Zeit und ja, was hast du dir vorgenommen für die nächste Saison, wenn wir schon mal so ein bisschen sportlich vorausblicken? Habt ihr euch da schon mit dem Thema Titelverteidigung befasst oder sagt ihr, nee, jetzt erstmal den einen Titel genießen? Jetzt ist erstmal Titel genießen angesagt, Sommerpause genießen angesagt und dann können wir uns immer noch, wenn es wieder losgeht, dann um den Titel befassen. Katharina, Dankeschön, hat Spaß gemacht und ja, einfach genießen und ja, die Äuglein kriegen schon mal wieder ein bisschen Schlaf. Dankeschön.